Willkommen bei zur Vorschau. In diesem Video besprechen wir den die besten Heizlüfter-Test. Ich habe diese Liste basierend auf meine persönliche Forschung und Meinung, und ich versuchte, sie basierend auf ihren Preis, Qualität, Haltbarkeit und mehr zu verzeichnen. Wenn Sie möchten den Preis sehen und erfahren Sie mehr über diesen die besten Heizlüfter-Test, können Sie Kasse links unten in der Beschreibung unten. Auf Platz 5 haben wir die Rowentizer 6510. Die Rowente-Heizung ist definitiv kein optischer Schwerpunkt. Allerdings hatte das Desichen die Fähigkeit, mit seiner wirklich ruhigen Bedienung, ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis und Benutzerfreundlichkeit zu punkten. Dank der App 21 Anforderung und Abdeckung über die Steuerungsänderungen ist das Gerät spritzwassergeschützt und kann daher auch im Bad eingesetzt werden. Um Zug auf Nummer 4 haben wir die Honeywell Herz 510e. Als große keramische elektrische Lüfterheizung konnte das Honeywell-Modell im Test überzeugen. Es handelt sich um eine Leistung von 1100 oder 1800 Watt, was es für größere Räume ungeeignet macht, aber mit einem Gewicht von 4 kg und einer Größe von 33x20x31 cm. Es ist auch für den mobilen Gebrauch geschaffen. Der Retro-Stil des Gerätes überzeugte ebenso wie der sichere Stand und die Geräte, da es neben den beiden Heizstufen auch einen Thermostat. Auf Platz 3 haben wir die Brandson. Wenn Sie versuchen, eine Lüfterheizung mit einem 12-Volt-Anschluss für Ihr Auto zu finden, können wir dringend davon abraten, ein solches Gadget für den Zigarettenanzünder zu kaufen. Im Test haben wir zahlreiche verschiedene Varianten untersucht und kein Gadget wurde empfohlen. Entweder wurde der Stecker extrem schnell so heiß, dass es nicht möglich war, ihn effizient als Entzerrer oder als Gegenmaßnahme für beschlagene Fenster zu nutzen. Um Zug auf Nummer 2 haben wir die Duo. Das Duo-Modell ist eine Keramiklüfterheizung. Dies macht es besonders beliebt als wechselnde Tischheizung oder als kleine zusätzliche Heizeinheit für das Büro oder Wohnraum. Das Gerät erwärmt sich sehr schnell, nur 2,5 Sekunden. Die Wärmestrahlung ist wirklich groß und es ist ebenfalls extrem kompakt. Da es nur 12,5x12,5x20,6 cm bestimmt. Die kleine Lüfterheizung ist frei positioniert und kann nach links und gedreht werden. Und schließlich die Nummer 1 auf unserer Liste, haben wir die Demplex. Das Demplex Desichen hat den Test als beste Lüfterheizung für die Toilette gewonnen. Dank seiner Spritzsicherheit nach IP24-Norm ist die Schnellheizung speziell für den Einsatz in der Toilette konzipiert. Die Leistung beträgt 2000 Watt mit einer Größe von 30x40,5x12 cm BXHXD, sodass sie als einzige Heizkörper in einer kleinen Toilette verwendet werden kann. Dank der Frostschutzfunktion garantiert es, dass im Winter keine Rohre gefrieren und die Temperatur leicht zwischen 5-35 °C zu bewältigen ist. Wie immer, Sie die Links der Produkte finden haben wir in diesem Video unten in der Beschreibung unten besprochen. Dank für das Ansehen unserer Video, bitte mag dieses Video teilen und vergessen Sie nicht unseren zukünftigen Update-Kanal zu abonnieren.